Katerstimmung bei 1899 Hoffenheim. Der ohnehin schon degradierte Tim Wiese steht nach einem Eklat am Rosenmontag noch weiter im Abseits. Zusammen mit Teamkollege Tobias Weiß war der Ex-Nationaltorhüter auf einer Karnevalsveranstaltung in Neckarsulm, Polizeiangaben zufolge, auffällig geworden. Manager Andreas Müller bewertet das Verhalten seiner Spieler folgendermaßen. Naiv, ich will nicht sagen dumm, aber sehr naiv, sich dann abends am Rosenmontag erwischen zu lassen und dann auch noch, dass die Polizei dabei ist. Es liegt keine Anzeige vor, das muss ich ja auch noch mal ganz deutlich betonen. Aber trotzdem ist es ein Verhalten, das nicht professionell ist. Und das haben wir einfach geregelt mit den Jungs. Verkleidet als Sträfling und Neandertaler fingen Wiese und Weiß offenbar einen Streit an den Toiletten an. Die Hoffenheimer Verantwortlichen brummten den Spielern eine Geldstrafe in ungenannter Höhe auf, die an eine gemeinnützige Einrichtung gehen soll. Der Vorfall ist damit abgehakt. Auch trotz dieser wirklich sehr prekären Situation, sportlichen Situation, und dass die Situation angespannt ist bei uns, ist auch normal. Aber die Spieler haben ja auch irgendwo ein Privatleben. Wir nageln die jetzt nicht ans Kreuz, sondern es sind unsere Spieler. Und sie haben einen Fehler gemacht, sie haben es eingesehen, sie wurden dafür sanktioniert, bestraft. Und letztendlich ist das Thema jetzt für uns durch und wir bereiten uns jetzt vor auf das Spiel am Sonntag. Eine gute und planmäßige Vorbereitung sieht anders aus. Es will einfach keine Ruhe in Hoffenheim einkehren. Im Fall Tim Wiese ist bereits klar, dass ihnen der Karnevalskater nicht nur finanziell teuer zu stehen kommt.